Hallo und willkommen zu einer kleinen Infofolge. So, wie das Bild ja schon verrät, bei Ark hat sich wohl gerade einiges getan. Es ist jetzt gerade ein paar Stunden her, wo das liebe Studio Wildcard einen großen Knüller losgelassen hat. Und zwar seit heute, oder beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, seit gestern soll ich wohl eher sagen, gibt es eine neue diesmal kostenpflichtige DLC für Ark. Diese kostet 20 Euro. Gut, das muss jetzt jeder selber wissen, ob es einem das wert ist. Ich habe es gleich mal reingehauen, weil ich Ark einfach so mag. Und ich würde sagen, wir gucken gleich mal rein. Die neue Map, die jetzt zu dieser DLC gehört, ist die Scorched Earth, was quasi so eine Art Wüstenzone ist. Also es ist komplett eine Wüste mit verschiedensten Zonen. Auf jeden Fall, wie man sieht, sie lädt schon mal extrem schnell. Das ist schon mal sehr gut. So, ich würde mal sagen, wir lassen es einfach mal. Das ist jetzt einfach nur mal ein Probespielstand. Hier sieht man jetzt die Zonen. Die haben diesmal auch gleich einen Schwierigkeitsgrad mit angezeigt. Wo das jetzt auf der Karte sein wird, ja, keine Ahnung. Sagen wir fangen einfach mal an. Mal gucken, wie lange wir leben. Also wie ich schon von meinen Kollegen auf dem Server gehört habe und auch schon im Livestream von Wildcard selbst gesehen hat, ist das hier nicht gerade eine sehr einladende Zone. Ihr seht, da oben auch, sind auch schon gleich Raptoren. Also verkrümeln wir uns mal lieber. Hi, ein Känguru. Level 12. Aha. Na gut. So, ich mach mal was. Ich weiß, Olla Cheater und so, aber naja. Wir wollen jetzt hier nicht einen Todesmarsch zeigen, sondern eher eine kleine Infofolge machen. So. Gehen wir mal ein bisschen nach oben. Ja, man sieht schon, es ist komplett alles Wüste, was hier so rumfleucht. Oh, cool, war da hinten. Gut, was jetzt natürlich hier wirklich alles noch zur Map gehört und was nur Hintergrunddeko ist. Naja, da unten sieht man auch eine neue Dino-Gattung. Denn bei dieser DLC sind jetzt auch einige neue Dinos dabei. Unter anderem die Viecher da. Keine Ahnung, was es sind. Es gibt Wüstenfüchse, irgendwelche seltsamen Insekten. Es gibt Drachen, habe ich schon gesehen. Und ja, jede Menge. Viele neue Sachen gibt es. So. Sieht eigentlich echt schick aus, aber naja, soll auch nicht gerade ohne sein. Man merkt schon, wir haben hier schon die ganze Zeit eine kleine Flamme. Also Wasser ist wohl hier sehr, ja, Mangelware soll es wohl werden. So. Das sieht einfach nur cool aus. So, was auch neu ist, es gibt jetzt in dieser DLC diverse neue Engrams. Und zum einen die Standard Prime. Die kennen wir ja, dann kommt uns alles irgendwie bekannt vor. Weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was die Sachen ja sein sollen. Gut, das könnten irgendwelche komplett neuen Sachen sein. Boah. Und es gibt auch komplett neue Sachen, die es jetzt nur in dieser DLC gibt. Hier haben wir zum Beispiel, das ist ein Zelt, das habe ich schon gesehen.
Hier haben wir einen Bumerang, der, wie man es auch von einem Bumerang erwartet, der auch wiederkommt. Das ist eine Peitsche. Keine Ahnung, was die so bringen soll. Dann hier kommen neue Bauteile hinzu. Ich tippe mal drauf, das könnten die Dope-Sachen sein. Weil das habe ich schon gesehen, dass man hier irgendwie Lehmwände bauen kann. Ähnlich wie aus der Primitiv Plus Mod, die man ja schon vom Server kennt. Eine neue Leiter. Hier haben wir einen neuen Sattel. Wird wahrscheinlich für dieses Vieh, was da unten ist, sein. Ist noch ein neuer Sattel. Noch einer, noch einer. Ja, sind wohl einige. Das hier ist so ein Ölbohrturm, würde ich mal sagen. Den habe ich auch schon in der Intro gesehen. Ja. Ist das die Kettensäge? Also ich habe auch mal eine Kettensäge gesehen. Wäre auch möglich. Hier, der Flammenwerfer. Ja. Flammenwerfer in der Wüste ist bestimmt eine super Sache. Und hier wird es wohl auch eine neue Rüstung geben ab Level 30. Boah, gut. Da lassen wir uns nochmal überraschen. Denn ich werde dieses DLC auch let's playen. Und zwar wird hierfür der Community-Server Staffel 3 vorzeitig beendet. Das war jetzt eine ziemlich spontane Aktion von Koya. Und ja, wir sind alle ein wenig überrascht. Aber es war bei ihm eh gerade so, dass unser aktueller PvE-Server quasi morgen ausgelaufen wäre. Und danach hätten wir eigentlich auf einen Server von G-Portal gewechselt. Aber halt komplett mit den Daten. Und da jetzt natürlich diese Riesenbombe von Wildcard eingeschlagen ist, hat Koya kurzerhand zusammen mit den anderen beschlossen, okay, wir gehen jetzt gleich auf Staffel 4 mit dieser neuen Wüsten-DLC. So, das wird dann wahrscheinlich heute, würde ich mal sagen. Also wenn das Video, zumindest heute, wenn das Video rauskommt, wird das auch schon, werden sie es versuchen zu starten. Ob wir anderen da jetzt auch mitmachen können, sofort, das wissen sie noch nicht, ehrlich gesagt. Es kann sein, dass sie sich erstmal, dass das überhaupt erstmal ein paar Tage dauert, bis der Server aufgesetzt ist, dass sie sich vielleicht erstmal angucken, vielleicht auch ein bisschen schon vorproduzieren wollen. Ja, gut. Das, wie gesagt, das weiß jetzt momentan noch keiner. Ich denke mal, morgen weiß ich schon ein bisschen mehr. Was recht interessant sein wird, ist die Frage, wer jetzt noch weiterhin mitmachen wird. Also es gibt wohl einige auf unserem Server, die schon gesagt haben, sie werden jetzt nicht auf Staffel 4 mitziehen. Und andere, so wie ich, haben gleich gesagt, ja, wir kommen mit. Das gilt natürlich auch für meinen Tribe. Ich weiß noch nicht, wer von meinem Tribe alles mitkommt. Ob es die Gummibären in meiner weiteren Staffel noch geben wird, ob ich zu einem anderen Tribe komme. Jo, all dies. Ah, guck mal da hinten. Da hinten ist so ein kleiner Wüstenfuchs. Und ich sehe, ich sollte vielleicht mal. Ja, man sieht hier, die Aufnahme läuft jetzt knappe 10 Minuten. Ich habe nicht wirklich was gemacht und bin schon am Verdursten. Ich hätte vielleicht noch Infinite Stats eingeben sollen. Ja, ein Raptor. Komm. Ich will jetzt hier nicht gleich in der ersten Aufnahme umkippen. So. Was haben wir hier eigentlich? Level 56. Also es riecht vom Max-Level ziemlich nach 16. Also es wird wohl so sein, dass das Max-Level auf dieser Karte hier wohl 120 sein wird demnach.
Ist ja hier schließlich Faktor 4, so wie auf The Island. Hier gibt's Calls. So, wo war ich jetzt eigentlich? Staffel 3 Server. Ach ja. Ich weiß noch nicht genau, wie es jetzt mit den. Ich habe noch ein paar Folgen vorproduziert von Staffel 3. Eigentlich habe ich noch, glaube eine ganze Woche Vorlauf mittlerweile. Die werde ich wahrscheinlich auch jetzt erstmal so, wie ich sie geplant habe, reinhängen. Und dann. Blümchen. Kann man die. Fiber. Bären. Aha. Erstmal reinhängen und dann parallel wahrscheinlich schon mit Staffel 4 anfangen. Aber wie gesagt, da muss man jetzt erstmal sehen, wann alle anderen Spieler mitziehen dürfen. Slavent da hinten. Das ist alles so interessant jetzt gerade, dafür will ich nur eine kurze Infofolge machen. Hey. Jetzt kann man natürlich wieder nicht aufhören. Also Kängurus scheint es hier zumindest ziemlich häufig zu geben. Was natürlich extrem toll ist, weil Kängurus schließlich nur mit Pilzen und Plant X Pflanzen zu zähmen sind. Ja. Okay, das sieht jetzt ein bisschen eigenartig aus, muss ich zugeben. Alles. Uah. Komm her, du. Alter, komm schon. Genau, hau ab. Ist eine gute Idee. Ist besser für dich. Jo, also von daher würde ich mal sagen, beenden wir diese kurze Infofolge. Also, freut euch demnächst auf ein paar Folgen aus der Wüste. Und wahrscheinlich mit vielen Fails und so, weil die Zone ist, man mag es wirklich sagen, ziemlich heiß. Es gibt viele neue Sachen, von denen keiner von uns einen Plan hat. Von daher, Fails mit inbegriffen. Alter, ich habe schon wieder Durst. Das ist echt krank hier. Ja, macht es wahrscheinlich fast Sinn, dass man hier mal auf Wasser skillt. Engram Points. Na gut. Damit wollen wir es mal belassen. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen und bis zur ersten Folge, würde ich mal sagen.